Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Wir fangen eigentlich genauso an wie immer auf Deutsch. Wir holen uns kurz im Traumpalast ein paar Kollegen ab. Dann machen wir in der dritten Welt weiter. Wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Bosskämpfe heute. Ein paar Regenbogen-Puzzleteile, die mitten auf dem Weg liegen, weil warum zum Fick sollte man die verstecken? Wen hatten wir noch nicht? Nur Margola und Susi von denen, die wir bisher haben. Die nehmen wir uns dann beide heute mit. Und als dritten dann irgendwen, den wir schon mal hatten. Wahrscheinlich Dark Meta Knight, den mochte ich eigentlich. Der war ganz cool. Also, Margolor ist, denke ich, der Kirby-Antagonist, sage ich mal, den man kennt, wenn man meinen Kanal guckt, weil er der Antagonist vom einzigen Kirby-Spiel, was ich schon mal let's played habe, ist. Und auch einem Kirby-Teil vielleicht dem besten, meiner Meinung nach. Vor allem im Vergleich zu dem hier. Und wow, eine Minute 20, bevor ich zum ersten Mal betont habe, dass das Spiel scheiße ist. Es dauert immer länger. Also, komm ran. Also, heute bitte noch, danke. Planet Robobot habe ich auch gespielt, aber halt nicht Let's Play. Dementsprechend, den Charakter kenne ich auch relativ gut. Allgemein, so die zwei Kirbys, die ich gespielt habe, sind Kirby's Adventure Wii und Planet Robobot. Das ist tatsächlich ja auch mein erstes Playthrough von Star Allies im Moment. Ist für viele wahrscheinlich ein bisschen seltsam, weil das Spiel ist jetzt relativ genau 3 Jahre, glaube ich, alt. Müsste hinkommen. Aber ja, ein Fakt ist es trotzdem. Also, hier holen wir uns noch einen letzten ab. Und dann machen wir weiter. Vielleicht schaffen wir es zum Boss der Welt in der Folge heute, aber mal gucken. So, wie gesagt, Dark Meta Knight. Gönnen wir uns. Und ab geht's. Ins erste Level für heute. Das ist wieder ein Speziallevel, nachdem wir letztes Mal die Folge wieder beendet haben hier mit einem Level, in dem es einen Schalter gab. Wir können ja mal kurz gucken. Es gibt normalerweise noch das hier. Hier ist wahrscheinlich noch ein Bonuslevel und den Boss. Ob wir den Boss heute schaffen, wage ich zu bezweifeln. Es wird knapp, kommt drauf an, auch wie lang die Level sind, logischerweise. Oh, ich überlege gerade, das hier könnte das Level mit dem Heilraum sein. Es war ja auch auf dem Titelbild schon. So. War auf dem Titelbild ja bereits, oder war das der Stern? Nee, oder? Nee. Oh mein Gott, der Ziel. Krasse Ability auch, ne? ja, wir können springen und... Ja, aber an Dingen, die ich aktiv machen kann, kann ich springen. Und ja, mehr Steuerungsoptionen überfordern die Spieler ja auch. Dementsprechend... So. Hier sieht man auch nochmal an Wänden laufen hier ebenfalls. Auch hier oben lang. Runter geht's natürlich genauso einfach. Wieder hoch. Irgendwie habe ich die Sorge, dass ich hier gleich schon das Regenbogen-Puzzleteil geschenkt bekomme in so einem Secret. Weil es ist Kirby Star Allies. Obwohl... Endet der Freundeszug? Nee. Aber man kann so runter, das wusste ich gerade nicht. So, wir holen uns hier noch ein paar. Physik, Leute! Hätte ich da springen müssen? Sah ein bisschen so aus, als hätte ich da kurz vorm springen können.
So, weiter. Guck mal, Herr Waddle, die Assistent ist an der Wand. Und ja. Ist es wirklich? Man muss. Ja. Sag das doch mal für dich selber. Man muss ja 3 Sprünge schaffen. Ja, das musst du jetzt auch nochmal betonen. Wenn sie mit genauem Timing wären, das waren 3 easy Sprünge. Und das Problem ist, das war überdurchschnittlich schwierig. Oh, da unten kommen ja keine. Man sieht, Magolor hat ganz gute Abilities. Jetzt spawnt auf einmal ein Koch. Schlagen wir ihn. Der hat doch das Riesenschwert. Gibt's irgendwas, was der nicht hat? Und entscheid dich mal, guck mal auf meine Audiospur, wenn du redest. Das ist so mega leise. Das ist sau leise, aber noch irgendwie hörbar. Also, aber warte, heißt das, das war's schon mit dem Level? Das war ja mega kurz. Aber wir hatten Regenbogen-Puzzleteil-Boss. Ja, das Level hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Und wieder Bonusspiel. Hui. Müsste passen, ja. So. Nochmal ein bisschen Belohnungen abholen. Für ein neues One-Up reicht's nicht. Puzzleteile haben wir einige bekommen in dem Level. Ach, diesmal füllt das Regenbogen-Puzzleteil sogar hier aus. Und nicht random wieder ein Puzzle, das noch keine Teile hatte. Danke. Also, nächster Bosskampf findet hier offensichtlich statt. Und wir werden von der Weltkarte her definitiv nach einem Schalter Ausschau halten dürfen. Auch wenn da so ein bisschen die Überlegung ist, wie schwer sind die in dem Spiel? Es sind, okay, die sind noch schwerer als die Regenbogen-Puzzleteile, aber jetzt auch nicht mega anspruchsvoll. Die haben noch einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad, aber wenn die Regenbogen-Puzzleteile so die Schwierigkeit vom durchschnittlichen Schalter hätten, das wäre schon nochmal idealer. Anscheinend ist hier ein Bombentyp ganz gut. So, die 2, die wir heute zum ersten Mal dabei haben, will ich natürlich so lange wie möglich auch behalten. Wir brauchen noch Elektro und Wet. Wirklich, Leute. Und du musst dich jetzt da unten hinstellen, oder? Ja, dann mach. Diggi, mach! Danke! Ja, wieder sehr, sehr krass verstecktes Regenbogen-Puzzleteil. Also, die übernehmen sich echt gefühlt teilweise. Aber untermalt schön den Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Kann natürlich auch sein, dass das Level wieder recht kurz ist und das da sehe ich. Ja, so ungefähr, auch wenn man wieder kein Wort verstanden hat im Video. So, ich schätze halt aber auch, das Level wird nicht so lang sein, wenn wir am Ende noch einen Boss bekommen. Ich weiß nicht, ob es hier eine Fluchtpassage vielleicht sogar gab. Entweder bei dem hier oder bei dieser dritten Schwester dann. Magolor hier, du hast kassiert, weil du irgendwie scheiße bist. Hier. Mache ich den Move? Ich kann nur das hier machen. Die
die ganzen Moves aus von Elektro aus dem anderen sind gefühlt nicht mehr da. Ach, jetzt hat der es wieder übernommen. So, dann nehmen wir diese Tür. Ich denke nicht, dass die Tür einen großen Unterschied macht. Dein Ernst? Ja, aber es gab da schon das Puzzleteil und ich hab den zugetraut. Und viel schwerer war es jetzt nicht. Aber ja, und wir sind damit dann wohl auch schon am Boss. Und hab's nochmal untermalt. Der Schalter war ein bisschen schwerer als das Regenbogen-Puzzleteil. Was unter anderem daran lag, dass das Regenbogen-Puzzleteil wieder geschenkte Scheiße war. Und wir könnten den Boss der Welt heute auf jeden Fall schaffen, weil diese Level so fucking kurz sind gerade. Im Moment, jetzt hatten wir in anderen Folgen vielleicht ein Level geschafft. Hey du, du pummelige rosa Kugel! Moin. Ja du, mir brennt da was auf den Nägeln. Du bist der Rüpel, der so ungezogen zu meiner bezaubernden Franziska war, oder? Versuch ja nichts abzustreiten. Nee, versuche ich nicht. Ich schlag dir einfach auch die Fresse ein. Du Unhold, wenn du ja auch nur eines der wunderbaren blauen Haare gekrümmt hast, du wirst brennen. Ich werde dir nie verzeihen. Stell dich mir Burger oder Flammkuchen. Jetzt habe ich Hunger. Du wirst brennen, bis ein knuspriger Marshmallow neben dir aussieht wie ein sollte das jetzt Trash-Talk sein? Machen wir sie einfach fertig für den Satz alleine. Guck mal, mein Kollege hat ein größeres Schwert als du. Und lässt sich gerade abstechen. Ja, genau. Mach einfach so. Ich bleib so lange einfach in dir stehen. Und Margolor macht hier auch mit. Ja. Wow. Ja, bisher ist der Kampf. Warum habt ihr Kicks euch alle treffen lassen? Ja, komm, mehr Schaden. Wollt ihr hier auch nochmal angreifen? Oh ja, das schwarze Loch, das gar nicht viel Schaden macht. Hui, Margolor ist halt dezent broken, angriffstechnisch. Auch wenn sein Auftritt hier im Kanon gesehen eigentlich keinen Sinn ergibt. Weil all die Fähigkeiten, die er hier benutzt hat, er eigentlich nur durch die Meisterkrone. Und die hat er eindeutig nicht. Der ist auch verteidigungstechnisch braucht, wie gesagt, nur durch den Boss. Und ja, der Bosskampf war jetzt nicht sonderlich schwer. Oh, guck mal. Ganz was Neues. Hatten wir ja noch nie. Und damit haben wir das Level auch abgeschlossen und können, glaube ich, ins Boss-Level dieser Welt. Aber vorher haben wir noch ein Bonus-Level vor uns. Und noch Puzzleteile einlösen natürlich. Ja, Boss-Level dieser Welt. Und oh, guck mal, wer das nur sein könnte. Sicherlich die dritte von den Keks da. Aber vorher geht's zu Sektor C. Wenn der nicht deutlich länger ist als B, dann werden wir den Boss diese Folge noch schaffen. Ohne Tipps spielen, also auf die kommt's jetzt auch nicht mehr an, seien wir ehrlich. Und ihr da hinten, passt mal auf, dass ihr euch nicht selbst umbringt. Ist, glaube ich, nicht so gesund. Natürlich brauche ich jetzt Wasser. Guck mal, ich habe sein Wasser abgewehrt. So, dann schmeiße ich den Bombentyp wieder raus. Komm. Was ist jetzt der Move? Donnergespritz. Ah ja. Super. Jetzt mal im Ernst, warum stellen die solche Abilities vor? Die benutzt gefühlt doch eh keinen mehr. Okay, ich glaube, man sollte die aber auch öfter benutzen, als ich es tue.
Die werden... machen tue ich es trotzdem nicht. Sekunde, wir warten. Warum hat der gerade die... Was? Kann man die... Ernsthaft? Hier in... Magolor kann auch Abilities geben. Aha. Ja, dann Wassertyp. Dann mach! Hä? Ist der behindert? Lass sein, Alter! Hä? Ich versteh's nicht! Hier ist nichts, ne? An sich wäre es ein ganz gutes Versteck, aber... Okay, man wird's halt sehen. Außer es würde erst was spawnen, wenn man da lang fliegt. Ich verstehe gerade trotzdem irgendwie nicht, wie die Dinger funktionieren. Und vor allem, wozu braucht man die Ability, wenn man hier so auch easy alle Gegner weg hat? So, hier, guck mal. Hallo, ist der Wassertyp besoffen? Der hat keinen Bock. Hallo? Die zeigen mir diese Ability und dann kann ich sie nicht mal nutzen. Der reagiert dann nur drauf, wenn diese Dinger kommen, aber dann ist es meistens schon zu spät. Sicher, dass das nicht zu schwer wäre. Und respawn nicht so schnell, du Keck. Ja, Überraschung, man kommt nicht hoch. Nerv mich. Ja, ich flieg da jetzt nicht lang, das wäre denn zu anspruchsvoll. Also gehen wir weiter. Regenbogenpuzzleteil steht noch aus. Müssen wir noch finden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das schmeißt uns bald irgendwer vor die Füße. Okay. Also, weiter geht's. Hier hoch. Das Puzzleteil kann man schwer verpassen. Jetzt warte ich nur noch drauf, dass es ein gleich verstecktes Regenbogen-Puzzleteil gibt. Wir warten lieber noch mal eine Periode hier aus. Das Timing war ziemlich perfekt. Und ja, damit ist die Passage auch rum. Nichts Großes, nichts Ganzes, nichts Halbes. Eigentlich gar nichts. Kommen wir in Richtung eines Bosses? Wäre durchaus möglich, aber ich kann doch nicht etwa da... Wie kommt man da hin? Wait. Man kann da einfach von der anderen Seite hin. Lass mich raten, Regenbogen-Puzzleteil. Wir brauchen wieder Wasser und Elektro haben wir noch da. Auch wenn ich irgendwie nicht verstehe, warum das geht. Und wie zu Vollidiot vielleicht erstmal den Rest zerstören? Guck dir diesen Vollidioten an! Ist schon bekippt, oder? Ja, KI, Leute. Und schwere Verstecke, Leute. Wenn halt zumindest nicht Elektro und Wasser literally 2 Meter daneben im Itemspender wären. Und noch ein Puzzleteil. Ja, gerade eben relativ viel unnötiger. Der Kick lässt sich noch umbringen. Wow, selber schuld. Gibt's in diesem Level noch ein Miniboss am Ende? Ich würde schätzen. Ich würde auch schätzen, dass er jetzt kommt. Oh, Leute, guckt mal. Ein Kampffeld.
Guckt mal, wie krass schwierig diese Gegner sind. Die haben halt keine Chance gegen Elektro. Spawn Camp auch. Das ist natürlich jetzt der Boss, der nicht ins Winter stirbt. Leute, dieses Spiel ist zu schwer. Nerf die Bosse. Ja, ich glaube, das war's dann auch. Hier, mal was. Du Wurstbrot. Mal mehr. Los, Knechte. Warum sind hier zwei Schlüssel? Kann irgendwer den anderen mitnehmen von euch vielleicht? Nö. Muss ich dann selber nochmal hin. Ja, ist doch nötig. Hier an dieser Stelle bekommt man insgesamt auch wieder 3-4 Leben. Und ihr seht ja, wir sind gerade relativ knapp mit dem dabei. Vor allem im Vergleich zu dem, wie viel wir schon verloren haben. 84 im Vergleich zu 0. Das wird noch knapp in diesem Playthrough. Aber wir schaffen den Boss noch heute. Hab ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber gerade die beiden Level davor waren kürzer als erwartet. Den Hallraum kann aber gut sein, dass ich den nachzeigen muss, dann nächste Folge. So, noch mehr Sterne, damit wir noch näher am nächsten One-Up sind. Und es dauert nicht mehr lang, bis wir das nächste Puzzle vervollständigt haben. Und das ist eindeutig ein Kirby's Adventure Wii Puzzle, würde ich... oder? Also das sieht sehr aus wie das Cover der nicht-europäischen Version des Spiels. Weil tatsächlich in Kirby's Adventure Wii hat die europäische Version komplett anderes Cover und einen anderen Spielnamen. Fragt mich nicht warum. Aber gefühlt überall außer in Europa heißt das Spiel Kirby's Return to Dreamland und nicht Kirby's Adventure Wii. Es ist ein bisschen komisch, die Entscheidung. Aber hey, Boss-Level. Ich bin mir sehr sicher, dass der Hallraum hier ist, aber wo genau hier ist das Problem? Jetzt müssen wir erst wieder durch diese sehr schwere Passage kommen. Hey, der Typ ist, bis meine Kollegen mal rankommen, tatsächlich ein halbwegs Problem. Mann, sind die alle krass schwer, die Gegner. Wie lange dauert es bis zum Boss? Also, da war die Passage vor Meta Knight schon noch krasser, sage ich mal. Aber gut. Wir sind da. Wir sind in dem Boss-Level, stimmt. Da gibt's die ja in dem Game noch. Fuck. Da bin ich jetzt wahrscheinlich schon in der ersten Passage dran vorbeigerannt. Nein. Hier gibt's doch nach dem Bosskampf noch eine Passage. Wahrscheinlich kann man's erst dann bekommen. In dieser Passage nach dem Bosskampf ist, glaube ich, auch eben der Hallraum dann verfügbar. Deswegen bin ich jetzt einfach mal optimistisch, dass wir hier gechillt hinkommen. Ja, irgendwo musste man da ewig warten. Ja, du bist auch gestört. Ich bin Partisan, die Älteste der magischen Meisterin. Zu Beginn dachte ich noch, du wärst nur eine Einfallskugel mit einem Hang zum Ärgernis. Aber jetzt ist mir klar, dass du ein Störenfried bist, der sich überall einmischen muss. Damit ist aber nun endgültig vorbei, Bärche. Ja, nachdem die Bosskämpfe gegen deine Schwestern so krass schwer waren, da habe ich ja Angst. Im Namen unseres geliebten Lord Heines, Ritualist des Unheils. Ich werde dir hier und jetzt ein Ende bereiten. Das haben die anderen auch gesagt. Also, ich meine, du hast ja noch mal mehr Range. Ich glaube, die kann man gut mit den Smash-DLC-Charakteren vergleichen. Die erste hatte recht viel Range, die zweite hatte mehr, die dritte noch mal mehr.
Und man könnte eigentlich meinen, dass du gegen Elektrizität nicht so reinscheißen würdest, wenn du selber hier Elektrizität nutzt. Ja, Rage Mode recht früh aktiviert, aber die macht auch tatsächlich mal was bisschen anderes. Die geht ganz gut ab. Also irgendwo verdient sich schon auch noch der Boss der Welt und nicht nur eines Levels zu sein. Aber auch nur ein bisschen. Kommt da noch irgendeine Spezialattacke? Anscheinend schon. Und ja. Leute, krasse Bosskämpfe am Start. Haha. Es war irgendwie nicht viel schwerer als die anderen zwei. Nur das Battlefield sieht besser aus. Das gefällt mir. Also wirklich eine der wenigen Sachen an dem Spiel, über die man sich nicht beschweren kann, ist die Grafik. Verstört bin ich von euch sowieso. Nochmal. Oh, woher kommt nur dieser Widerstand? Auf einem armseligen, entlegenen Planeten wie diesem noch dazu. Kirby ist literally Gott. Wie auch immer, dieses Stück des Störherzens ist bereits in meinem Besitz. Hör mal, du kleine rosa Nervensäge. Wenn es nach mir geht, du und diese elende Festung, ihr könnt von mir aus bis ans Ende aller Tage vor euch hinfaulen. So, Fluchtpassage. Ganz kreativ hatte man noch nie in irgendeinem Game. Und Überraschung, wir können uns so viel Zeit lassen, wie wir lustig sind. Ich nehme den Feuertypen einfach mal mit. Allgemein, warum fallen hier die ganze Zeit dieselben... Ich gehe jetzt mal ganz auf Nummer sicher. Hier fallen die ganze Zeit nur dieselben Gegnerarten runter. Ich nehme die jetzt einfach mit, das ist das letzte Level der Folge. Ja, aber das ist gerade diese Arten sind halt... Rad? Ich dachte Stern! Gibt's den Stern? Dann kann ich mir auch nicht vorstellen, wie der Heilraum hier sein soll. Weil wie wartet man mit dem Rad? Jetzt mal so ganz schlau gefragt. Gar nicht. Das Ding ist eigentlich dasselbe wie der Zug, nur geht's nicht an Wänden hoch. Hier kann man tatsächlich mal sterben. Wenn man nicht vorbereitet ist. Oh, guck mal, eine Heilung. Ja, das Regenbogen-Puzzleteil finden wir aber hoffentlich. Was ist? Hier, seht ihr, das ist das Problem. Hier kann man tatsächlich mal sterben. Weil scheiß Boden. Ich muss aber jetzt nicht diese ganze Passage nochmal machen, ne? Wahrscheinlich nur den Raum, weil sonst wär's zu... Sonst wär's zu schwer. Hust, hust. Das Regenbogen-Puzzleteil brauche ich trotzdem noch. Kann das bitte kommen? Wäre freundlich. Wenn's heute lebt auch. One-Up war geschenkt. Sag mal, das Ding noch? Ich habe gerade echt die Befürchtung, ich habe das Regenbogen-Puzzleteil verpasst. Weil das kann ja auch nicht mehr ewig gehen, die Passage. Ja! Hier warten ist aber definitiv nicht der Heilraum, da bin ich mir sicher. Das sah anders aus. Ja, stimmt, stimmt. Wahrscheinlich kommt einfach noch eine Sternpassage. Die Brücke? Was ergibt denn die hier für einen Sinn? Oder gibt es hier jetzt nochmal alle Abilities?
paar Sekunden, der würde krepieren, wenn er im ersten durch. Es ist ein sehr einfaches, aber so einfach dann auch nicht. Oh Gott, lasst mich in Ruhe mit dem da. Bitte. Also das ist... ja. Das Level dauert jetzt aber auch noch mal eine Weile. Und genau macht man das am besten. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das Timing passt, wenn ich ihn so gehen lasse, weil wäre sonst ja zu schwer. Also, jetzt kommt noch eine Sternpassage. Auf Deutsch hier gibt es gefühlt alles außer am Zug. Und den gibt es wahrscheinlich auch noch nicht, weil man sich gedacht hat, Freundeskreis ist irgendwo auch nur Freundeszug, nur ohne Wandfahren, aber mit größerer Zukunft. Ja, rein logisch gesehen schon, aber... So, Wasser kann ich mir noch mitnehmen. Aber dann gibt's hier sehr sicher auch den Heilraum. Wenn ich die Stelle erkenne, werde ich da warten. So, jetzt müssen wir uns nicht mehr so viele Sorgen um den Fall mit dem Boden machen. Das Regenbogen-Puzzleteil steht aber nicht mehr aus. Wie habe ich das Gefühl, hier irgendwo war das? Ich bin mir nicht sicher allerdings. Google! Es muss jetzt sein, bevor wir hier ewig viel Zeit verschwenden. Wäre jetzt schön, wenn das lädt. Es gibt insgesamt auch nur 3 Heilräume in dem Game. Und natürlich muss ich mir erst eine 15-Sekunden-Werbung angucken. Ja. Ist natürlich spannend. Ja, ich meine, das ist gerade wichtiger, ein Auto zu kaufen. Danke. Zeig mir den scheiß Heilraum. Sonst gibt's eine Schelle. Ist es überhaupt das Level? Ich meine, es ist eins mit ähnlichem Design, aber... Ja, da ist es schon im Raum drin, das hilft mir nicht viel. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin nicht mal im richtigen Level. Sekunde, da war ja gerade im Pausenmenü, da steht der Levelname bei. Aber das ist nicht das Level hier. Es ist ein Level mit ähnlichem Design, aber nicht dasselbe. Komm, jetzt geh wieder zu dem Punkt, wo du im Pausenmenü warst. Ja, ja. In Welt 3 gibt es gar keinen Heilraum. Der ist in der 4. Welt in einem ähnlichen, wait a minute. Das ist gerade ganz random, aber ich sehe gerade, dass YouTube ein neues Feature hat. Clip. Geil, endlich. Abgekupfert, das ist so ein fucking Standard-Feature. Es hat mehr als lang genug gedauert. Aber ja, dann müssen wir hier nicht mehr lang warten. Ernsthaft, wir wollten hier jetzt noch Boss-Battle einbauen. Ja, natürlich. Wir wollen ja die Spieler nicht überfordern. Guck mal, die Gegner sterben. Die dürfen nichts machen. Boah, wie bin ich mir jetzt aber nicht mehr 100%? Aber es gibt nur 3 Heilräume. 2 hatten wir doch schon, ne? Ich bin gerade nicht blöd und... Ja, das ist das, was ich gerade überlege. Das ist das, was ich gerade überlege. War das ein Heilraum? Ne,
Okay, jetzt gucke ich nochmal diese Gegend. Ist 1:1, wie ich mir den Ort vorstelle, wo der Heilraum war. Ja, das ist es auch. Das eine war kein Heilraum. Hier ist er. Habe ich mich doch nicht falsch erinnert. Ich muss jetzt nur kurz gucken, was genau ich machen muss. Aber habe ich mich doch richtig erinnert? Ja, ich muss jetzt gefühlt nur lang genug hier an der Stelle rumchillen und dabei nicht umgebracht werden. Ja, also habe ich doch recht gehabt. Das ist natürlich... Also die Heilräume haben so eine Versteckschwierigkeit. Nein. Das ist einfach dumm. Ich finde, ein bisschen merkt man es daran, dass die Steine hier eindeutig mehr werden. Aber das war's dann auch. Ui. Das wird tatsächlich ein bisschen viel gerade. Also entspannt euch und gebt mir den Raum. Gebt mir den Raum. Man muss hier offensichtlich eine ganze Weile aushalten. Keine Ahnung, wie lang genau. Aber ich bin auf jeden Fall richtig, da bin ich mir sicher. Außer die verlangen jetzt irgendwie, dass man 5 Meter weiter rechts steht oder so. Aber ich glaube schon, hier, wo diese vielen Explosionen sind. Hier ist einiges gespawnt und hier ist der Heilraum dazu gespawnt. Ja, dieses Versteck ist wieder... Why? Ja, ich hab nichts gegen den Scheiß jetzt. Aber egal, hier gibt's Heilung. Man kann den Dingern ganz gut ausweichen. 91 Leben. Oh, und jetzt sind wir da. Damit haben wir auch das Level abgeschlossen und die Folge ist jetzt doch noch sehr lang geworden, weil das letzte Level echt viel Zeit gekostet hat. Und ich find's super, wie auf diesen Bildern einfach komplett random ausgesucht wird, gefühlt, welche Kollegen da dabei sind und das nix mit den eigentlichen zu tun hat. So, noch mehr Puzzleteile einlösen, noch 1-2 Level, dann haben wir das Puzzle fertig. Wow, das Regenbogen-Puzzleteil war ja krass. Und dann haben wir Helden im fernen All. Die letzte Welt von Kirby Star Allies. Und die ungefähr so lang ist wie die ersten drei zusammen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir reisen.